Corona-Zahlen sinken weiter. Am Samstag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10.485 neue Infektionen und 689 neue Todesfälle. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden. Er enthielt jedoch 3.500 Nachmeldungen. Immer neue Corona-Mutationen. Droht ein Dauer-Lockdown? Quelle: Bild teilen, Twitter per Mail versenden. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende 7-Tages-Inzidenz. Lesen Sie auch alle Nachrichten zu Covid-19 Corona-News im Live-Ticker. Hier erfahren Sie die neuesten Informationen, Zahlen und Fakten zur Ausbreitung des Coronavirus. Der Live-Ticker von Bild. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.112.000. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 64.742. So läuft es mit den Impfungen. Auf seiner Internetseite gibt das RKI die Zahl der Menschen in Deutschland, die ihre Erstimpfung erhalten haben, mit 2.556.697 plus 66.629 im Vergleich zum Vortag an. Das sind 3,0% der Gesamtbevölkerung. 1.253.306 Menschen plus 65.168 im Vergleich zum Vortag haben auch die Zweitimpfung erhalten. Corona-Gipfel. Und vom Impfstoff war keine Rede. Quelle: Bild teilen, twittern per Mail versenden. Der bundesweite 7-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 0,87, Vortag 0,85. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Wie verbreitet ist Corona weltweit? Die weltweiten Corona-Fallzahlen ermittelt die private Johns Hopkins University in Baltimore. Vergleicht man die deutschen Zahlen der Johns Hopkins mit denen des RKI, dann scheint das RKI in der Erfassung neuer Corona-Fälle hinterher. Grund: Beide Einrichtungen ermitteln die Fallzahlen auf unterschiedlichen Wegen. Lesen Sie auch Bande. Was? In diesen Ländern gibt es fast kein Corona. Hier erfahren Sie, warum das in den jeweiligen Staaten so ist und an welche dieser Orte Sie gerade reisen können. Lesen Sie auch: Ihre Zahlen bewegen die Welt. Wie die Johns Hopkins Universität arbeitet. Der Corona-Tracker der Johns Hopkins Uni zählt über 1 Milliarde Klicks am Tag. Bild erklärt, wie die Experten der JU arbeiten. So arbeitet das RKI. Lesen Sie auch: Dort arbeiten Menschen mit 90 verschiedenen Berufen aus. 50 von den 1296 Mitarbeitern sitzen 1224 in Berlin und 72 in der Außenstelle in Wernigerode. Allein das Berliner 24/7-Lagezentrum hat 150 Mitarbeiter.